Freunde, wenn ich dieses Video überlebe, gibt es weitere Videos. Denn ich habe die Männergrippe. Also wenn ich mich heute komisch anhöre oder aussehe, liegt es an der Männergrippe. So, aber nichtsdestotrotz starten wir doch einfach mal mit dem Acryl-Video. Ich sage erstmal Share, Teilen, Liken, Abonnieren, Kommentare lassen natürlich auch gerne, falls ich was vergessen habe oder ihr irgendwas schreiben wollt. Kurz zum Ablauf des Videos. Wir werden erstmal kurz darauf eingehen, eine theoretische Durchführung des Acryls. Genau, ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen. Ich verlinke es euch hier oben nochmal. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Da habe ich die kompletten Basics zu Acryl nochmal erklärt und auch noch ein paar Übungen euch gezeigt, wie ihr das Ganze am besten erstmal üben könnt. So, da ich davon ausgehe, dass ihr euch ein Starter-Set gekauft habt. Wie zum Beispiel das von 99 Nails. Oh, wow, Franzi, was ist da denn alles drin? Ja, wir haben einiges enthalten. Wir haben zum Beispiel Schablon. Als nächstes haben wir natürlich das Acryl Liquid dabei mit zwei verschiedenen Acrylpulvern, einmal in Rose und einmal in Klar. Selbstverständlich haben wir noch einen Pinsel dabei, um das Ganze aufzutragen, einen Buffer. Wir haben auch noch eine Feile dabei, natürlich ein kleines Gefäß für das Liquid und den Primer. Alles enthalten. Wow! Wow! Da 99 Nails mir dieses Starter-Set kostenlos zur Verfügung gestellt hat, ist das heute wieder ein richtig produktplatziertes Video. Genau, Fazit, auch wenn ich das Zeug umsonst bekommen habe, kriegt ihr am Ende des Videos noch ein Fazit, was ich davon halte und wie gut das Ganze ist. Bei Acryl arbeitet man meistens in mehreren Schichten, kommt natürlich ganz darauf an, wie lang euer Nagel ist, denn ihr wollt ja den Nagel vernünftig aufbauen und wir fangen mit der ersten Schicht am Apex an. Das heißt, da wo eure Bruchstelle ist, da wo der Stresspunkt sitzt, da wo die meiste Belastung auf den Nagel trifft, da sollte auch die dickste Stelle sein. Generell könnt ihr Acryl ungefähr so 30-25% dünner arbeiten als Gel. Das ist auch wieder ein Vorteil, da es natürlich etwas stabiler ist. Fangen wir an, den Nagel erstmal vorzubereiten. Hierfür ist relativ wichtig, ihr habt in dem Starter-Set leider nur eine sehr grobe Feile dabei. Ich glaube, das ist eine 100x100. Ist nicht so optimal, um den Nagel vorzubereiten. Ich würde euch empfehlen, falls ihr eine feinere Feile zu Hause habt, nehmt die, um den Nagel vorzubereiten. Denn wir müssen jetzt den Nagel etwas anrauen, damit sich das Acryl da vernünftig reinsetzen kann und das auch vernünftig hält. Genau, deswegen schnappt euch, wenn ihr habt, eine feinere Feile. Ansonsten würde ich mehr mit dem Buffer arbeiten als mit der Feile. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, Nagel vorbereiten, einfach mal da oben reingucken. Generell zu allen Themen, Schablone ansetzen, habe ich schon Videos gemacht. Schablone ansetzen werde ich auch nur kurz anreißen, guckt einfach nochmal in das Video rein, da ist es nochmal genau erklärt. So, wichtig ist beim Nagel vorbereiten, dass wir einmal die Nagelhaut entfernen. Dazu am besten, wenn ihr jetzt keine richtig krass viel Nagelhaut habt, schiebt die einfach zurück. Das reicht dann meistens schon und wir müssen den Nagel einmal komplett anrauen. Da hier vorher schon Material drauf war, habe ich das jetzt schon entfernt mit der Fräse. Ansonsten könnt ihr diese Feile auch wunderbar dafür benutzen, um euer Gel oder was auch immer ihr da drauf habt zu entfernen. So, hier oben ganz wichtig, in den Ecken muss der Nagel auch vernünftig angeraut werden, denn da entstehen meistens die Liftings. Genau, und das werden wir jetzt einfach mal tun. Wie gesagt, da diese Feile relativ grob ist, versucht wirklich nur mit Gefühl dran zu gehen. Der Nagel soll nicht gefeilt werden, der soll nur angeraut werden, so dass sich das Acryl vernünftig in den Nagel reinsetzen kann. Den Rest des Nagels könnt ihr dann einfach mit dem Buffer machen.
aber in den Ecken ist es einfach besser, mit einer Feile zu arbeiten. Ihr könnt die Feile natürlich auch so halten. Oben in den Ecken gibt es auch die sogenannte unsichtbare Nagelhaut. Die sieht man auf den ersten Blick nicht. Dass, wenn man dann entlang feilt, dann löst die sich so ein bisschen. Dann habt ihr so kleine Fussel da in den Ecken hängen. Das ist die unsichtbare Nagelhaut, die einfach vernünftig mit der Feile bzw. mit dem Buffer entfernen. Und dann können wir das Ganze auch schon entstauben. Und dann geht es mit der Schablone weiter. So, wie ich gerade schon gesagt habe, zum Schablonenkleben habe ich schon mal ein genaues Video gemacht. Ich erkläre es hier einmal ganz schnell. Schablone von der Trägerfolie abziehen, dann diesen Böbex hier einmal so 2-3 mm drunter auf die Rückseite kleben, das ist die Rückseite. Dann die Trägerfolie, also die Trägerfolie, die Schablone hier oben auseinanderreißen und schon ist die ready, um die unter den Nagel zu schieben. Wir haben jetzt hier einen relativ kurzen Naturnagel. Es ist immer einfacher, das Ganze an längeren Naturnägeln zu machen, weil ihr die Schablone so leichter drunter schieben könnt. Guckt erstmal, wie die Schablone passt. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch noch einschneiden. Das heißt, einschneiden, falls ihr hier seht, der Nagel läuft zu spitz zu oder die Haut unter dem Nagel ist euch im Weg, dann könnt ihr hier noch ein kleines V mit einer Nagelschere rausschneiden, damit es wirklich perfekt sitzt. So, aber das sieht für mich hier eigentlich ganz gut aus. Wir formen jetzt den Tunnel der Schablone, ziehen die Schablone wieder vom Finger ab und drücken den hier vernünftig zusammen. Nur hier vorne die Spitze. So. Und dann versuchen wir das Ganze unter den Nagel zu schieben. Nicht zu weit, sonst springt euch euer Modell mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Und dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen anpassen. Vom Sitz her sollte die Schablone entweder gerade mit dem Finger verlaufen oder minimal nach unten zeigen. Nicht nach oben, weil dann habt ihr Himmelfahrtsnägel und wenn sie zu weit nach unten guckt, sieht es auch doof aus, wenn das Acryl dann drauf ist und ihr den Nagel verlängert habt. So, also so sollte sie sitzen, das passt für mich schon ganz gut. Natürlich sollte die Schablone auch gerade mit dem Finger verlaufen. Ganz wichtig, nicht irgendwie schief am Finger sitzen und auch ganz wichtig, sie soll unterm Nagel vernünftig abschließen. Nicht, dass ihr da irgendwie so 2-3 mm hier zwischen Nagel und Schablone Platz habt. Die sollte wirklich plan unterm Nagel sitzen. Vom Prinzip her tragen wir jetzt als erstes die Verlängerung auf mit Acryl. Das heißt, wir modellieren jetzt hier unseren Nagel. Als nächstes kommt der Primer zum Einsatz. Den wirklich sparsam auftragen, denn wenn ihr euch irgendwie kleine Risse oder Verletzungen an der Haut habt, dann zieht der Primer da rein und das könnte leicht brennen. Also wirklich sparsam auftragen, kurz ein bisschen drauf tupfen und ihr seht schon, wie sich das Ganze verteilt. Das Ganze auf dem kompletten Nagel und kurz einziehen lassen. So, dann schnappen wir uns unser Liquid. Ihr kennt es ja schon vom letzten Video. Ein bisschen in euer Gefäß rein. Ihr könnt natürlich auch ein größeres Glas nehmen, falls ihr einen anderen Pinsel euch organisiert, falls ihr einen größeren Pinsel habt. Das ist kein Problem. So, und dann, was haben wir hier? Wir nehmen uns das Rosa von 99 Nails. Und dann geht es auch schon los. Wir verlängern als erstes den Nagel. Das heißt, wir tragen die erste Schicht zwischen dem Übergang von Nagel zur Schablone auf. So. Kurz warten. Und dann setzen wir uns das Ganze in die Mitte auf die Schablone und verteilen es nach links und rechts, drücken das Ganze platt und verlängern so den Naturnagel.
Und durch den Naturnagel, sage ich schon, den Nagel jetzt natürlich auch schon in die richtige Form bringen. Einfach das Ganze ein bisschen schieben. Wir wollen hier eine kurze Mandel machen, daher schieben wir uns das so zurecht, dass es passt für eine kurze Mandel. Ihr könnt an den Strichen der Schablone natürlich auch super die Länge ablesen, damit ihr auf jedem Finger gleich lang seid. Und jetzt fehlt mir hier in der Ecke noch etwas Material. Das nehme ich mir einfach auf, platziere es und drücke es mir dahin, wo ich es brauche. Sollte natürlich auch zügig arbeiten. Wir haben ja gesehen, dass es relativ schnell aushärtet. Zwischendurch den Pinsel auch immer auswaschen. Umso sauberer ihr hier arbeitet, umso weniger Arbeit habt ihr dann im Nachgang. So, und so haben wir den Nagel schon mal verlängert. Jetzt warten wir kurz, damit das Ganze ein bisschen anzieht und dann können wir die Schablone auch schon entfernen. Einfach die Schablone zusammendrücken und dann nach unten hin vorsichtig abziehen. Bevor ihr die nächste Schicht auftragt, ist es immer recht hilfreich, den Nagel einmal kurz mit dem Liquid zu überziehen, damit auch ein bisschen Feuchtigkeit von unten kommt. Und dann werden wir uns das nächste Bällchen im Bereich des Apex setzen, damit wir da schon eine leichte Verstärkung haben. Selbe Spiel wie gerade. Und dann hier in der Mitte das Bällchen hinsetzen. Platt drücken. Immer von links nach rechts arbeiten. Zur Nagelhaut den Pinsel schräger halten. Und dann das Ganze nach vorne drücken. Und dann mit sanftem Druck das Ganze nach vorne hin ausstreichen. Pinsel immer wieder zwischendurch sauber machen. Das war unsere zweite Schicht, die verstärkende Schicht, sage ich mal. Und jetzt kommt eine glättende Schicht. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine Schicht drauf, um diesen Übergang hier etwas flacher zu kriegen. Das heißt, wir setzen das Bällchen in die Mitte des Nagels, aber weiter zum Nagelende hin, hier so ungefähr, und verteilen es dann von links nach rechts flach zur Nagelhaut hin. Dafür brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Acryl. Das heißt, wir nehmen uns einfach ein kleineres Bällchen auf. So. Das sollte auch schon reichen. Setzen wir dann hier hin. Jetzt den Pinsel schön schräg halten. Links, rechts, links, rechts. Euch das zur Nagelhaut hindrücken und dann drücken wir das Ganze nach vorne etwas platt. Den Pinsel immer wieder sauber zwischendurch und dann verstreichen wir das Ganze schön. Jetzt natürlich auch von jeder Richtung einmal drauf gucken, einmal von vorne, einmal von der Seite. Jetzt könnt ihr nämlich das Acryl noch ein bisschen mit sanftem Druck in die richtige Position drücken. Falls ihr hier eine Beule habt, dann drückt ihr einfach hier ein bisschen das Ganze euch zurecht und verstreicht das wieder nach vorne. Umso besser ihr hier jetzt arbeitet, umso weniger braucht ihr gleich nachfeilen. So, als nächstes kommt das Nachfeilen. Dafür könnt ihr wunderbar die Feilen nehmen, entgratet diese aber vorher. Dazu nehmt ihr euch am besten eine alte, andere Feile und geht hier einmal an den Seiten entlang, denn das hier ist scharfkantig und da könnt ihr euch schnell mal verletzen und so ist die Feile perfekt vorbereitet. So, zum Arbeitsablauf. Wir wollen den Übergang hier hinten schön flach kriegen, hier vorne etwas flacher werden
und das Ganze natürlich auch glätten. Wenn ihr jetzt gut gearbeitet habt, ist das schon möglichst gut glatt und schön angeglichen an den Naturnagel. Aber nichtsdestotrotz feilen wir das Ganze jetzt nochmal etwas in Form. Schön vorsichtig am Nagelende bzw. an der Nagelhaut feilen, dass ihr euch da nicht verletzt oder euer Modell. Zu den Feilschritten habe ich auch schon mal ein Video gemacht, guckt da einfach nochmal rein. Ich fange immer an der Nagelhaut an, gehe da einmal mit der Feile vorsichtig entlang, damit der Übergang schon mal flach ist. Dann nehme ich mir die Form vor, damit die nochmal perfekt nachgefeilt ist. Auch gerade von oben drauf gucken, ganz ganz wichtig, damit ihr euch den Nagel nicht schief feilt. Und dann gehe ich über die Oberfläche und glätte diese noch ein wenig. Auch immer einen seitlichen Blick riskieren, denn da seht ihr schön, ob der Apex vernünftig gefeilt ist oder ob noch irgendwo ein paar Beulen sind oder irgendwelche Riefen, die euch noch nerven oder gleich beim Lackieren oder was auch immer ihr danach machen wollt, auffallen könnten. Daher wirklich nochmal von allen Seiten immer drauf gucken. Wir wollen ja eine Mandel machen, das heißt, das Ganze läuft jetzt nach vorne ein bisschen spitzer zu als ein runder Nagel. Hier ist es natürlich Geschmackssache, wie spitz ihr das Ganze haben wollt. Es gibt spitze Mandeln, es gibt flache Mandeln. Wir mögen, oder Franzi mag gerne so das Mittelding, und das machen wir dann auch. So, zum Schluss könnt ihr nochmal mit dem Buffer drüber gehen. Schön durch die Ecken, unter dem Nagel einmal entlang. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was wollt ihr als nächstes machen. Ihr habt drei Optionen. Ihr könnt das Ganze einmal polieren. Acryl ist generell matt, deswegen polieren mit einer normalen Polierfeile, falls ihr die zu Hause habt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze mit Nagellack zu lackieren. Einmal mit einem Basecoat, dann Nagellack drüber und fertig. Und die dritte Möglichkeit, die wir auch wählen werden, ist UV-Lack. Den Nagel werden wir jetzt ganz normal lackieren. Wichtig dabei ist, also mit UV-Lack, mit Shellack lackieren, wichtig dabei ist, dass ihr den Nagel nicht zu stark buffert und nicht zu glatt macht, denn dann kann sich der Shellack nicht in die Nageloberfläche reinsetzen und könnte abplatzen. Kommen wir zum Fazit des Starter-Sets, was euch mit Sicherheit auch brennend interessiert, bevor meine Stimme nachlässt. ein paar Sachen sind nicht so optimal, aber ansonsten ist es ein gutes Starter-Set. Buffer ist zum Beispiel nicht optimal. Ich glaube, der ist nach ein bis zwei Modellagen ist der durch. Kommt drauf an, wie oft ihr den benutzt, aber der ist sehr, wie soll ich sagen, fluffig. Pfeile ist super, ich benutze die Zebra-Pfeilen auch immer sehr gerne. Für die Naturnagelvorbereitung ist die allerdings etwas zu grob. Da würde ich euch eine feinere empfehlen. Ja? Da kam eine E-Mail. Ansonsten Pinsel. Wer mit Acryl anfängt, wird mit dem gut klarkommen, denke ich mal, wenn man sich direkt an so einen gewöhnt. Ich persönlich mag lieber diese flacheren Katzenzungenpinsel. Komme ich persönlich besser mit klar, aber ansonsten ist der auch ganz gut. Oh mein Gott. An Pinseln könnt ihr euch dumm und dämlich zahlen. Es gibt auch Pinsel, die kosten über 100 Euro und auch weit über 100 Euro. So. Aber der ist auch vollkommen okay. Primer ist okay. Schablonen sind Standardschablonen. Damit könnt ihr normale Modellagen machen, normale Verlängerungen machen. Wenn ihr jetzt Sonderformen haben wollt oder irgendwie sowas, da würde ich euch empfehlen, andere Schablonen zu organisieren.
Also mit denen kriegt ihr wunderbar so mittellange Nägel, kriegt ihr damit hin, ohne Probleme. So, dann ein Tip and Dash. Für die Pinselgröße ist der okay. Wenn ihr größere Pinsel habt oder euch zulegt, wird der zu klein sein. Dann könnt ihr den Pinsel nicht mehr vernünftig auffächern. Also auch ein okay für den. Das Liquid stinkt nicht so. Also finde ich gut. Ich hatte keine Kopfschmerzen davon. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, kann ich eigentlich sonst nichts Schlechtes dazu sagen. Genau wie die Pulver, die sind auch okay. Ließen sich schöne Bällchen mitmachen. Also sind die auch für mich vollkommen okay für eine Acrylmodellage. Ansonsten, wenn ihr natürlich jetzt euch die Nägel noch mit UV-Lack lackieren wollt, braucht ihr noch eine UV-Lampe. Die ist bei dem Starter-Set nicht dabei. Die müsst ihr euch noch organisieren, genau wie die UV-Gele. Aber ansonsten könnt ihr euch die Acrylnägel, die ihr euch mit diesem Starter-Set gemacht habt, könnt ihr euch natürlich auch mit normalem Nagellack lackieren. Ist auch kein Problem. Ja. So, das soll es gewesen sein für dieses Video, auch wenn die meisten jetzt abschalten. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ihr als nächstes für eine Nagelform sehen wollt. Wir werden auf jeden Fall alle im Laufe der Zeit ein bisschen durchgehen, aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr als nächstes präferiert. Genau, und auf jeden Fall share, teilen, liken, abonnieren und das Glöckchen anklicken, damit ihr nichts verpasst. Wir werden auch noch French machen, alles Mögliche mit Acryl, also das komplette Sorglos-Acryl-Programm quasi. Genau, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Hätte ich mir vorher einen Sekt trinken sollen, ne? Was denn nicht? Ich dachte, du bist immer dauerbreit. Schön wär's. Oh, wir wollen jetzt mal professionell sein. Professionell. Nochmal von ganz vorne jetzt, oder was? Ja. Wie lange haben wir Zeit? Warum muss ich das nochmal machen? Weil du nicht dick bist.